Jetzt hat es funktioniert. Also, kennst du den André Raggetti? Der André Raggetti? Nein. André Raggetti. Raggetti? Ah, ich glaube nicht. Du? Nein. Das sagt man gar das nicht. Das ist ein Freestyle-Skifahrer. Ja. Okay. Und den kennst du woher? Also, wir gehen halt einmal auf Lachs und er kommt auch im Fernsehen und dann sicher mal in der Tammel. Ja, okay. Was war als Kind euer Traumberuf? Der Traumberuf als Kind? Es gab verschiedene Berufe. Ich glaube, der erste Traumberuf war Lastwagenfahrer zu dieser Zeit. Und dann war man noch Polizist ein Traumberuf. Und dann irgendwann Gärtner. Und nachher der Mechaniker. Und das habe ich dann gelernt, Maschinenmechaniker. Ja. Ich hatte ganz viele Sachen. Ich wollte in der Fabrik arbeiten. Mein Vater hat in der Fabrik gearbeitet. Da konnte ich mit. Und da wollte ich eigentlich immer wieder dort arbeiten. Dann wollte ich Zeichner werden. Und dann irgendwann einmal habe ich beschlossen, ja, vielleicht will ich im Büro arbeiten, vielleicht will ich ein KV machen. Und das habe ich dann gemacht. Und kannst du gut zeichnen? Ja, technisch zeichnen habe ich sehr gerne gemacht. Geometrie hat mir gefallen. Das habe ich gut gemacht. Aber Freihand zeichnen kann ich nicht gut. Wir müssen ja immer Anzüge tragen. Müssen nicht. Es gibt sicher Anlässe, da ist man verpflichtet, zum einen Anzug zu tragen. Das passiert für mich zum Glück nicht zu viel im Jahr. Ich habe lieber Jeans und ein Poloshirt an. Und ich weiss einfach nicht so, was der Tag bringt. Und dann habe ich das an, was ich anhabe. Und das ist einigermaßen bequem. Und darum habe ich es immer an, aber nicht, weil ich muss. Und weil der Volk alle Anzüge anhat, habe ich es einfach. Dann lege ich einfach so viel wie möglich Jeans an. Wie gross sind die? Als Unternehmer oder als Mensch? Als Mensch. Also ich bin 1,72 Meter. 1,72 groß, ja. Und ich bin 1,90 groß. Und wie groß sind denn ihr? Also ich bin 1,39. Ich bin 1,34. Was macht SFS genau eigentlich? SFS ist Industriefirma. Wir machen Befestiger, also das sind Schrauben, das sind all die Teile, die etwas verbinden. Wir machen aber auch ganze Baugruppen, das sind kleine Bestandteile, die unsere Kunden brauchen für ihre Produkte. Und die Produkte, die der Volker erwähnt hat, die findet man dann nachher im Auto zum Beispiel. Oder im Handy findet man diese Produkte drin, im Hörgerät vielleicht. Oder im Zug, wenn ihr Zug fahrt, dort mit der SBB, dann findet ihr zum Beispiel unsere Komponenten dort drin. Oder auch im Flugzeug, wenn es ein Airbus ist, auch dort drin hat es dann Komponenten und Schrauben von SFS. Wie alt sind ihr? Ich bin 53. Und ich bin 51 und mit 23 zu SFS gekommen. Ah, dann arbeitet mein Papa schon länger bei SFS. Wie lange arbeitet er bei SFS? Also 2023 hat er 30 Jahre gehabt. Wow, super. Wie viele Mitarbeiter habt ihr in der SFS? Also im Ganzen arbeiten 13'500 Leute für SFS. Also wie viel ist 13'500? Also in der Gemeinde auch haben wir etwa 8'000 Einwohner. Und dann sind es anderthalb Mal so viele Leute wie in der Gemeinde auch wohnen. Wie viel verdient ihr? Ich habe gelernt, über den Lohn redet man nicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich über Geld geredet habe, war es über Sackgeld. Ich mag mich erinnern, in der Säcke habe ich 50 Franken bekommen pro Monat. Wie viel kommen denn ihr über? Bei uns ein Cent. Ich habe zwei Geschwister, das hat jeder Entli. Und wenn man das halt in der Woche macht, dann kommt man auch die Anzahl, die man in der Klasse ist. Also wenn ich bin jetzt in der dritten und dann komme ich einmal, wenn ich mein Entli mache, 3 Franken rüber. Also weißt du eigentlich ein CEO und ein CFO? Der CEO ist der, der das Team und das Unternehmen in dem Sinn
führt und vertritt gegen aussen und repräsentiert und sich mit dem Team in dem Sinne beschäftigt und befasst und schaut, dass wir uns immer wieder regelmäßig treffen und die wesentlichen Themen miteinander besprechen. Und als Finanzchef bin ich verantwortlich dafür, dass ich mit meinem Team, meinen Kollegen, jederzeit kann sicherstellen, dass wir unsere Rechnungen zahlen können, dass wir sagen können, wie gut oder wie schlecht wir unterwegs sind und wo. Und dass wir unsere Aufgabe als Firma auch gegenüber dem jeweiligen Land, wo wir sind, wahrnehmen, nämlich Steuern zahlen und unsere Gesetze einhalten. Wie viel Geld habt ihr 2023 verdient? Für 2023 wissen wir es noch nicht genau, wie viel Geld wir verdient haben. Es sind etwa 12% vom Umsatz. Also für jeden Franken, den wir Umsatz gemacht haben, 12 Rappen. Wenn man denkt, dass wir etwa in der Grössenordnung von 3,1 Milliarden Umsatz machen. Also das ist ganz ein Haufen Geld. Aber es ist auch die Leistung von 13.500 Leuten, also anderthalb Mal so viele Leute wie wir auch, haben wir gesagt, die daran gearbeitet haben. Sind Sie zufrieden mit dem Jahr 2023? Mit dem Jahr 2023 sind wir insgesamt zufrieden. Wir haben vor allem im ersten Halbjahr ganz eine dynamische und positive Entwicklung gehabt. Und anschliessend ist die wirtschaftliche Zuversicht hat sich reduziert, weil ja, Konsumentinnen und Konsumenten, also wir Bürgerinnen und Bürger, einfach weniger Geld ausgeben haben. Haben Sie einen Sport gemacht, als Sie noch Kind waren? Also sind Sie in ein Training gegangen oder so? Sportverein, ja, da habe ich gerne einen Moment zurück überlegt. Was ich sicher war, ist im Skiclub, weil ich etwa 400 Meter vom Skilift weg aufgewachsen und dann sind wir natürlich viel Skifahren. Und dann hatte ich auch Gespännlichkeiten in der Klasse, die sind am Morgen mit den Ski in die Schuhe gekommen und am Mittag mit dem Skilift wieder hochgefahren und nachher wieder mit dem Ski runtergefahren. Also, die haben im Berg gewohnt? Ja, am Hügel oben, gerade hinter dem Skilift oben. Ja, und ich bin schwimmen als Kind. Da bin ich regelmässig im Sommer natürlich ins Freibad. Und im Winter durch haben wir in einem kleinen Hallenbad können trainieren. Und was war das grösste Projekt von 2023? Die Standort, die Werkserweiterung in China, in Nantong, wo wir Produktionshallen erweitert haben für neue Projekte, für neue Komponenten, die dann nachher zum Beispiel ins iPhone drin hineingehen. Und das zweite ist dann ein grosses Projekt am Standort in Herbruck in der Schweiz, wo wir auch eine neue Halle gebaut haben und jetzt die ersten grossen Maschinen geliefert bekommen, wo wir dann Komponenten und Baugruppen herstellen für moderne, neue elektrische Bremssysteme. Haben Sie nicht mal die Idee gehabt, zum Windräder neben der Firma zu stellen? Ja, das Projekt mit einer Windenergieanlage, das ist noch am Laufen und wir hoffen dann, dass wir im Jahr 2024 dann weitere Fortschritte machen können, allenfalls eine Betriebsbewilligung können anfragen für das Projekt. Das geht dann aber sicher noch mal 2-3 Jahre, bis dann im besten Fall die Windenergieanlage oder die Turbine den Start und ca. 10-12% vom Strom produziert, den wir am Standort Herbruck brauchen. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Ja. Sehr gut.